Bitte, in Kürze. Natürlich. Herr Gras, Sie machen hier eine Neiddiskussion auf Elektroautos sozusagen für die Reichen, für den Wohlstand. Was wir eigentlich brauchen für die Verkehrswende, ist ja ein Umsatteln von all denen, die es können, auf andere Verkehrsmittel. Radfahren. Wir brauchen mehr Stellplätze für die Fahrräder. Da fährt Pilz an Stellplätzen. Wo können wir die Lastenräder abstellen? Das ist doch das, was den Verkehr entlastet, bezahlbar und umweltfreundlich ist. Ein gut ausgebauter und vor allem auch beschleunigter öffentlicher Verkehr. Ich rede natürlich immer von einer verkehrsberuhigten Stadt, weil es gibt den einen oder die andere, die Auto fahren müssen, weil sie behindert sind oder transportieren müssen. Es gibt auch Lieferverkehr. Aber diese Neiddiskussion ist völlig falsch und, Entschuldigung, rückschrittlich. Wir müssen auf den Fahrradverkehr und auf den öffentlichen Verkehr setzen, dort die Angebote ausweiten, bezahlbar halten. Und da sind wir mit unseren Mobilitätspunkten und unserem für alle erschwinglichen Carsharing auf einem sehr, sehr guten Weg, den wir ausbauen können. Aber Frau Jenichen, der Tesla, der 100.000 kostet, darf bei Ihnen kostenlos parken. Und der Dieselpreis für die Verkäuferin mit ihrem Renault Clio, der hat sich jetzt fast verdoppelt. Das ist doch keine Neiddiskussion, das sind die Fakten. Das Problem der grünen Ideologie ist doch immer, dass sie an der Realität scheitert. Planmäßig umsetzen, weil mit dem Umbau der Infrastruktur müssen wir rechtzeitig anfangen, sonst fehlt uns dann hintenrum die Zeit. Und da geht es nicht nur um Modernisierung, wie Herr Pallas immer gerne sagt, sondern es geht um Veränderung, um Transformation. Wir werden die Energien dezentral erzeugen, sie werden dadurch sicherer und auch bezahlbarer werden. Und deshalb ist das auch eine große Chance für bezahlbare Energie, denn erneuerbare Energie ist preiswert und sicher. Punkt. Herr Dr. Krah wollte sich erzählen. Ja, also was die Schulen angeht, die Stadt stellt ja nur die Infrastruktur zur Verfügung, die Lehrpläne und den Unterricht, das ist eine Landesangelegenheit. Wir haben ja das Mischsystem. Dass wir die Ausstattung beibehalten werden, das selbstverständlich. Was die Inhalte angeht, ich habe ja nun auch viele Kinder. Ich wünsche mir natürlich auch, dass wir nicht mehr wie in der Pandemie alles nur online machen, sondern dass die Kinder auch wieder direkt im Klassenverband von Gesicht zu Gesicht unterrichtet werden. Also wir können nicht alles digitalisieren, sondern wir brauchen auch den persönlichen Austausch. Insofern müssen wir da jetzt einen richtigen Weg finden, aber wir werden natürlich digitaler bleiben, als wir vorher gewesen sind. Und was das CO2 angeht, die Stadt ist natürlich verpflichtet, die Vorgaben, die aus Brüssel und Berlin kommen, umzusetzen, selbst wenn ich sie für falsch halte. Ich halte sie für falsch, weil sie unglaubliche wirtschaftliche und soziale Folgekosten haben werden. Aber ich möchte Ihnen natürlich sagen, in Brüssel haben wir die Atomenergie als klimaneutral eingestuft. Und wir haben tatsächlich ja nicht nur, es gibt ja nur ein einziges Land in der Welt, das zum einen dekarbonisiert, aber zugleich auch noch seine Atomkraftwerke abschaltet. Und das ist Deutschland und zum Beispiel unser Nachbarland, die Tschechische Republik, produziert nach wie vor CO2-freien Atomstrom. Und insofern müssen wir uns auch die Frage stellen, ehe wir jetzt den Schonergrund und die ganzen Dresdner Elbhänge mit Windrädern vollstellen, ob wir nicht auf dem europäischen Strommarkt über die lokalen Gesellschaften aus dem Ausland Atomstrom hinzukaufen können. Denn der ist nämlich grundlastfähig, er ist preiswert und er mindert die sozialen Folgekosten dieser Politik. Und insofern stelle ich es auch zur Debatte, ich möchte nicht die Dresdner Elbhänge voller Windmühlen sehen und werde mich dagegen auch wehren. We've got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy. Timothy Wirth, President, UN Foundation.